steigen sie aus der Nerd-Nische und in den lukrativen Mainstream-Markt den Film «Dungeons and Dragons Holor unter Dieben» basiert auf dem populären Rollenspiel. Wenn es viel Geld im Spiel gibt, spielen die Filmemacher gerne auf Nummer sicher. Warcraft mit bewährten Namen betreten sie die Fantasy-Cinema Welt auf sehr dickem Eis. Das jüngste Unterfangen, das Genre zu erkunden wurde, erstmals 1974 in den Vereinigten Staaten verkauft. Weil sie einen ausgelöschten Schlachttaper, Figuren, Würfel und Stift und Papier benötigen. Wikipedia Moroboshi-Liebhaber wissen das Spiel aus abzackten Nächten in ihrer Jugend, Menschen mit weniger fantasievollen Hobbys aus Serien wie Urknalltheorie oder Stranger Things. Die Welt, in der man sich bewegt, ist daher ein klassischer Lord of the Rings Fantasiewelt voller Magie und Monster. Aber trägt es einen ganzen Spielfilm? Zugegebenermassen gab es auch einen Film, in dem eine Fahrt eines Vergnügungsparks inspiriert war. Er gab Disney eines der erfolgreichsten Kino-Franchise-Unternehmen aller Zeiten, nämlich Pirates of the Caribbean. Die Handlung. Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben, versucht nicht einmal mehr zu sein, als es ist. Die Geschichte. Eine farbenfrohe Gruppe von Autor-Führungskräften muss eine gefährliche Mission erfüllen, um die Welt zu retten. Legende erfrischend, die Jungs in Dungeons and Dragons Hohunterdieben können gut aussehen. Es sind hauptsächlich Frauen, die Kampfszenen bestreiten. Tote wird auferlegt, es wird gegen Drachen gekämpft und es gibt auch eine Reise in die Unterwelt, wohin sollten sie sonst ein äußerst wichtiges Objekt bekommen. Mit Dungeons, aber auch Drachen selbstironische Haltung, die in den Marvel-Filmfilmen von Iron Man und anderen errichtet wurde, kann auch hier gefunden werden. Stereotype Charaktere, se charming Barde, der einsilbige Kämpfer, die Natur, liebende Druidin, gänz ihre Mission mit viel Witz. Aber in dem Fall werden Holzschnitte ähnliche Protagonisten gesucht. In einem Rollenspiel wie D&D ist es sinnvoll, mit ihnen zu spielen, aber sehr unterschiedliche Charaktere. Dies bedeutet, dass sie bei jeder Tasktreter reagieren können Zeit und sind für jeden Gegner vorbereitet, ob Eulenbär, böse Zauberin oder tot leben. Legende wie üblich bübisch Hugh Grant als Forge, der nur an etwas interessiert, ist sein eigener Vorteil. Der Barbarische ist vielleicht nicht der hellste, kann aber gut aushändigen. Der Zauberer ist für Nahkampf völlig unbrauchbar, aber er kann magische Objekte dienen und Tote in Frage stellen. Was normalerweise Klischees und langweilig aussieht, ist das Merkmal hier. Charmanter Bösewicht, robuster Kämpfer, die Tatsache, dass all das rund und liebevoll sein kann, ist auch auf das gute Casting zurückzuführen. Hugh Grant kann in einer Rolle als charismatisches Fiesling und Chris Pratt Helden, zu gut mit Gutem zu tun haben, wieder glänzen, das Herz an der richtigen Stelle. Michelle Rodriguez erscheint als Kämpfer mit einer rauen Schüssel und einem weichen Kern. Passend sitzt und macht Spass. 2 Stunden vergehen schnell und sie verlassen das Kino mit dem Gefühl, alles irgendwie gesehen zu haben und immer noch gut unterhalten zu werden. Kinostart Dungeons and Dragons. Ehre unter Dieben, 30.03.2023.